Hallo, heute werden wir über den Unterschied zwischen diesen Wi-Fi-Nistkastenkameras sprechen. Dies ist die erste Version der Wi-Fi-Nistkastenkamera und hier haben wir die neueste Version. Die zweite Version ist ein bisschen größer als die erste Version. Die große Verbesserung der zweiten Version ist die Wasserdichtigkeit. Warum brauchen wir eine wasserdichte Kamera? Wir werden am Ende dieses Videos einen Test durchführen. Abgesehen davon unterstützen beide Kameras auch Wi-Fi. Und Sie können sehen, dass die neue Kamera den SMA-Standardanschluss verwendet, während die alte Kamera nur den kleinen Anschluss verwendet. Manchmal kann diese Antenne von einem Vogel abgehackt werden. Mit dem SMA-Anschluss können wir die Antenne ersetzen. So können wir mit dieser großen Antenne arbeiten, die das WLAN-Signal verstärken soll. So können wir die Antenne an den SMA-Anschluss anschließen, um das WLAN-Signal einzuspeisen und es außerhalb des Vogelhauses zu halten. Dies ist also eine Möglichkeit, die WLAN-Verbindung zu verbessern. Der zweite Unterschied ist der Ton. Dies ist das Mikrofon für die neue Kamera. Und bei der alten Kamera ist das Mikrofon im Inneren versteckt. Beide Kameras können den Ton aufzeichnen. Auch die Micro-SD-Karte. Dies ist die erste Version. In der zweiten Version haben wir die Micro-SD-Karte genau hier installiert. Nach dem Einsetzen der Micro-SD-Karte können Sie mit diesem Aufkleber die Löcher abdecken, sodass sie wasserdicht ist. Der nächste Punkt ist das Objektiv. Das ist sehr wichtig. Sie sehen, dass Sie bei der ersten Version das Objektiv einstellen können, richtig? Wenn wir die Nistkastenkamera verwenden, ist es wichtig, dass sie über ein verstellbares Objektiv verfügt. Denn die Kamera befindet sich sehr nah am Boden des Vogelhauses. Wenn sich das Objektiv nicht verstellen lässt, ist es nahezu nutzlos. Okay, bei der neuen Kamera kann man auch das Objektiv einstellen. Öffnen Sie die vordere Abdeckung und passen Sie sie an. Es ist also ziemlich dasselbe. Und über die Nachtsicht. Die neue Kamera hat insgesamt 6 Infrarot-LEDs. Und die letzte Kamera hat nur 4. Jetzt sehen wir, warum die Wasserdichtigkeit so wichtig ist. Bei der alten Version gibt es einige Löcher. Außerdem gibt es einen Spalt zwischen der Linse und dem Haus. Das Wasser kann in die Kamera eindringen und die Kamera beschädigen. Auch wenn Sie das Wasser draußen halten können, kann die Feuchtigkeit die Kamera beschädigen. Okay, machen wir einen Wasserdichtigkeitstest. Hier habe ich in diesem Vogelhaus eine wasserdichte Nistkastenkamera installiert. Andernfalls könnte die Kamera beschädigt werden. Bevor ich den Test mache, möchte ich dieses 10 Meter lange Verlängerungskabel zum Schutz des Steckers verwenden. Dies ist die Reset-Taste, also muss ich die Abdeckung darauf anbringen. Ziehen Sie es fest. Es gibt kein Problem mit dem Wasser. Okay, ich lege das Kabel einfach oben drauf. Mal sehen, warum wir eine wasserdichte Kamera brauchen. Wenn es im Sommer oder manchmal regnet, kann das Wasser in die Kamera eindringen. Okay, mal sehen, was drinnen passiert. Sie sehen, dass die Kamera fast nass ist. Aber das ist die wasserdichte Version, also kein Problem. Wenn wir diese Kamera einfach benutzen, wird sie beschädigt. Aus diesem Grund halten wir die Wasserdichtigkeit für jede Vogelhauskamera für so wichtig. Wenn wir eine defekte Kamera erhalten, die repariert werden muss, ist die Ursache meist Feuchtigkeit in der Kamera. Das war's für das heutige Video. Wenn Sie Fragen haben, hinterlassen Sie bitte unten einen Kommentar.